zur Zentrale futsch. Einheit verloren. Och Mensch, wie viele Truppen haben die noch, verdammt. Einheit verloren. Macht hier mal die scheiß Waffen, Händler platt. Einheit verloren. Einheit verloren. Na los. Halten wir dich zusammen hier. So gehört sich das. Da ist noch ein Palast zum Zerstören. Juhu, wir haben es geschafft. Weiter geht's. Der überwältigende Sieg unserer tapferen Truppen zwingt die internationale Befreiungsgruppe in den Untergrund. Um eventuellen Anschlägen von IBG-Splittergruppen vorzubeugen, wurden die Grenztruppen in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Immer wieder betont der Präsident, dass ein Angriff der internationalen Befreiungsgruppe auf unser Land so gut wie ausgeschlossen ist, also kein Grund zur Beunruhigung. Er bittet die Bevölkerung, sich ruhig zu verhalten und besonnen, und außerdem hat er vor unnötiger Panik gewarnt. Sun Mei Ying, immer für Sie da mit allerneuesten Nachrichten. Mhm, sehr interessant. Wir müssen aufpassen. Es kann gut sein, dass uns die IBG angreift, weil wir den Krieg erklärt haben. Oha. Wir werden angegriffen! Sie sind überall! Sie sind überall! Noch eine Welle! Wir brauchen Verstärkung! Das Flugfeld ist zerstört! General, die IBG versucht, unser wichtigstes Atomkraftwerk zu zerstören. Sie müssen die IBG aufhalten, damit die Anlage nicht zerstört wird. Unsere Nukleargeschütze können jetzt Neutronenraketen abfeuern. Diese neutralisieren alle Cyborgs und Fahrzeugbesatzungen im Zielgebiet. Anschließend können unsere eigenen Cyborgs vorrücken und die führerlosen Fahrzeuge erobern. Aha. Das ist ja sehr interessant, aber ich muss die Aufnahme jetzt mal an dieser Stelle beenden und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Ciao. So, ihr lieben Leute, nach dieser dramatischen Überblende heiße ich euch willkommen zurück. Oder heiße ich euch herzlich zurück oder keine Ahnung. Zu Asajj Pakt hier, Kommandant Cockbear, und naja, ihr wisst ja, was ich meine. Beim letzten Mal haben wir ja gesehen, wie die IBG dieses
diese tolle Waffen... Ja, was heißt Waffenfabrik? Unsere Basis angegriffen hat und wir müssen jetzt das machen, was ich eigentlich total hasse bei Command & Conquer. Wir müssen mit den drei Soldaten, die wir hier haben, müssen wir versuchen... Passen wir noch rein. Drei Stück. Müssen wir versuchen, diese Kackbasis hier, dieses Atomkraftwerk, die nächsten 10 Minuten zu verteidigen. Wir durchbrechen ihre Panzerung. Ich mag große Ziele. Und ich hasse sowas. Wir durchbrechen ihre Panzerjäger hier. Weil ich meine, gut und schön mal was verteidigen, aber naja, wir sind hier so ziemlich auf uns allein gestellt. Da vorne können wir noch ein paar einsetzen. Ein paar Raketen, Cyborgs. Wir durchbrechen ihre Panzerung. Eigentlich überall. Sehen wir noch ein paar. Wir durchbrechen ihre Panzerung. Ja, ich hab's lieber, wenn ich irgendwelche Basen mit Bulldozer verteidigen kann, da kann ich immer wieder meine Armee aufbauen und jetzt muss ich halt immer aufpassen. Ich bin die Artillerie. Ja. Ihre Panzerung. General, die Verstärkung trifft in 10 Minuten ein. Das ist toll für die Verstärkung. Wir durchbrechen ihre Panzerung. Wir durchbrechen ihre Panzerung. Ihre Panzer, Panzer hier. Unsere Kiste voll. Zwei Panzer. Ich bin die Artillerie. Suchen wir die Panzer. Wir durchbrechen ihre Panzerung. Chinas Raketensoldaten. Spüren den Feind auf. So, ansonsten. Da könnten wir noch. Oder? Ja, ist das nötig? Ja, ich setz da mal. Ein paar rein. 3, 4, 5. Passt sogar direkt. Passt sogar direkt. So, naja, dann kommt mal her hier. General, einer unserer Horchposten steht unter schwerem Beschuss. Wenn Sie ihn retten, könnte ich mich in das Kommunikationssystem einloggen und einige Langstreckenbomber anfordern. Ja, aber ich habe momentan wichtigeres zu tun, als hier irgendwen... Gasdruck überprüft. Gut, wir fahren. Jetzt hier irgendwie zum Befreien. Das kann ich in 8 Minuten machen. Die werden sich wundern. Vorsicht, das Baby ist empfindlich. Die Mutter aller Waffen. Wir müssen Geduld haben. Panzerjäger hier. Feuert aus allen Rohren. Ich bin die Artillerie. Muhahaha. Okay. Panzerjäger hier. Ah, ich wusste es auch, dass von da auch so Leute kommen. Irgendwie assi, dass ich auch nichts mehr aufbauen kann. Ich habe keine Dingies, keine Bulldozer, nichts. Das ist total ärgerlich. Dann kommen ein auf diese 10 Minuten total lange vor. Hallo, was machst du da? Einheit verloren. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Aber ein paar normale Soldaten. Gemeinsam sind wir stark. Ich bin die Artillerie. Einheit verloren. Wir bringen Geschenk. Ich glaube, ihr seid da ein bisschen falsch. Wo sollen wir hin? Versetzt euch mal. Gemeinsam sind wir stark. Truppentransporter einsatzbereit. Oh, wir haben ja auch noch ein paar. Das gemeinsam ist sind wir schön. Einheit verloren. Wir haben jede Menge Platz. Achtung, Stufe. Gemeinsam sind wir stark.
ich. Nee, kann ich nicht. Du kannst doch hierher. Einheit verloren. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. General, die Verstärkung trifft in 5 Minuten ein. Das ist aber schön, dass die in 5 Minuten eintrifft. Das freut uns doch. Scheiße. Hau ab! Och komm, beweg deinen Arsch. Einheit verloren. In der Nähe. Die Volksarmee. Die Volksarmee. Stationieren euch hier. Sofort. Los, helft ihm doch mal. Nein, Einheit verloren. Natürlich nur doof rum, ey. Ist mir der Arsch klar. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam sind wir stark. Wir sind die Route. Einheit verloren. Ja, mach doch mal die scheiß Panzer platt, Mann. Für die Republik. Gemeinsam sind wir stark. Ich weiß schon, Einheit verloren. Art von... sag mal, hallo? Gemeinsam sind wir stark. Geht's dir gut? Oh, noch 2 Minuten, ey. Einheit verloren. Wir durchbrechen ihre Panzerbrücken. Oh, da stehen ja schon wieder welche. Och, noch 2 Minuten. Los. Das würde irgendwie zu packen sein hier. Wir bringen Geschenke. Vorsicht. Das Baby ist im Wind. Danke. Warum muss ich ewig zum Schießen, ey? Einheit verloren. Danke. Wir durchbrechen ihre Panzerung.